Die Emmy Awards 2023 werden offiziell nicht wie gewohnt im September ausgestrahlt, da die Schauspieler und Autoren ihre Streiks gegen die Medienkonzerne fortsetzen. Die 75. jährliche Verleihung war für den 18. September auf Fox geplant. Ein neues Datum steht noch nicht fest, aber Quellen, die der Show nahestehen, bestätigen, dass das ursprüngliche Datum und der ursprüngliche Monat nicht mehr in Betracht gezogen werden. Im Idealfall wird die Show erst dann stattfinden, wenn die SAG-AFTRA und die Writers Guild of America eine Einigung mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers erzielt haben. Aber sowohl die TV Academy als auch der Sender Fox, der die Show 2023 ausstrahlt, verhandeln immer noch darüber, wann die Veranstaltung stattfinden soll. Hätten die TV Academy und Fox an dem originalen Termin festgehalten, würden sie vor einem weitgehend leeren Saal stehen. 16 der 25 Preise, die bei der Emmy-Verleihung 2022 vergeben wurden, gingen an Schauspieler oder Autoren. WGA-Autoren schreiben auch das Material für den Moderator und die Sprecher, die mit ziemlicher Sicherheit SAG-AFTRA-Mitglieder sein werden. Die Verschiebung ist die erste Verschiebung der Emmy-Verleihung in mehr als zwei Jahrzehnten. Ob die Emmys 2023 tatsächlich verliehen werden, ist im Moment noch ungewiss.